Ich bin gerade in Dortmund angekommen. Muri und ich sind nämlich jetzt zum Interview bei Radio 91.2, was ziemlich cool ist. Und ich freue mich schon mega. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit zu Radio 91.2. Jetzt stehe ich hier vom Radio 91.2 Studio in der Silberstraße. Ich muss nur noch warten, bis Muri kommt und dann geht's schon los. Guck mal, Leute, wer da kommt. Bereit fürs Radio-Interview? Jo! Sehr gut. Radio muss man nicht gut aussehen, das ist gut. Brauche ich mir keine Mühe geben. So, Muri und ich sind jetzt hier gerade in den heiligen Fluren von Radio 91.2 und Ruhrnachrichten und laufen jetzt gerade zum Interview. Bist schon gespannt? Und wie? Ganz aufgeregt. Ja, mega. Aber es wird bestimmt voll cool. Und ihr werdet das Interview gleich auf jeden Fall noch hören für die, die es vielleicht verpasst haben. Viel Spaß. So, wir sind jetzt gerade im Fahrstuhl und fahren zum Studio. Mit reinnehmen kann ich euch leider nicht, aber hier kommt unser Interview. Viel Spaß! Die neue offizielle CD mit tonnenweise BVB-Songs und unter anderem der hier ist drauf. Gesungen wird der Song von Joe Marie und dem Muri und die beiden sind jetzt bei mir zu Gast im Studio. Hallo erstmal. Hallo. Ich würde es schon als die ultimative Ehre bezeichnen, einen BVB-Song zu singen, oder? Wie seht ihr das? Ja, total. Also es ist immer wieder, also ich habe jetzt schon ein paar Songs gemacht, aber es ist immer wieder aufs Neue einfach grandios. Man ist ja schon ein bisschen ein Teil des Vereins dann, ne? Also ist eine sehr große Ehre für mich. Ja, das kann ich auch nur sagen. Also es ist eine super große Ehre, gerade weil wir beide auch riesen BVB-Fans sind, kann ich nur sagen, mega Ehre. Ihr habt das Video dazu ja auch tatsächlich im Stadion gedreht, ne? Wie war denn der Dreh? Also der Dreh war total super. Das ist auch nochmal eine riesengroße Ehre, im Stadion das Ganze drehen zu dürfen. Und auf der Südtribüne, das war einfach ein super Gefühl und passt einfach perfekt zum Song. Wie lange hat es gedauert, bis das Video im Kasten war? Also es ging relativ schnell, muss man sagen. Also im Stadion waren wir 2-3 Stunden und dann nochmal auf dem Dach in Dortmund. Erstaunlich schnell. Wir hatten auch ein gutes Team. Ihr habt ihn nicht geschrieben, sondern wer hat ihn geschrieben? Der Veit Katter hat den geschrieben. Und ich muss sagen, also als der Uwe bei mir war und den Song mir vorgespielt hat, ist es einfach, ich habe ihn kurz gehört und fand den geil. Also ich finde, der hat eine total positive Ausstrahlung, der Song. Und man kann ihn nach jedem Spiel hören, ob man gewonnen, verloren hat. Egal, also man liegt sich einfach in den Arm und feiert den Song und den BVB. Der Song ist jetzt ja schon seit einer Woche raus. Habt ihr schon Feedback bekommen von den Fans? Ja, also wir haben schon sehr, sehr positives Feedback bekommen. Vor allen Dingen jetzt auch, dass das Video raus ist. Die Leute sind sehr begeistert davon, nicht nur vom Video, auch vom Song. Das ist ja immer so eine Sache, neuer Song, wie kommt der an? Aber wir haben bis jetzt echt richtig positives Feedback bekommen. Wie sieht's denn aus? Wurde der Song schon im Stadion vor den Fans präsentiert? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe noch nicht gehört. Wir hoffen drauf. Ja. Gibt es denn da irgendeinen Termin, dass ihr ihn auch mal singt tatsächlich im Stadion? Das wäre natürlich ein Traum. Da träumt ja jeder BVB-Fan von einmal da unten zu stehen vor 80.000 und irgendwas zu machen. Egal. Dann würde ich vorschlagen, winken wir jetzt mal ganz, ganz deutlich mit dem Soundfall. Ja. Also liebe Leute, diesen Song hier wollen wir gesungen im Stadion hören. Mit drauf auf der neuen offiziellen CD mit wirklich sehr, sehr, sehr vielen BVB-Songs. Gesungen wird der Song von Joe Marie und dem Muri, die hier bei mir zu Gast im Studio waren. Vielen Dank für euren Besuch. Sehr gerne. Dankeschön. Wir haben das Interview jetzt hinter uns. Wir hoffen natürlich, euch hat das gefallen. Ja, soll ich sagen. Ja. Ein Mann der vielen Worte. Nee, aber es war auf jeden Fall richtig cool. Das Studio war richtig cool. Und das war für mich das erste Mal, dass ich so einem richtig großen Radiostudio Ja, für mich auch. Ja. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch.